Ich gehe rückwärts, weil ich nicht länger vorwärts gehen will. Eines Tages war ich ganz allein in einem windstillen Park. Ich hörte die Amseln neben mir im Gebüsch nach Futter stochern. Ich hörte Tauben rufen und eine große Ruhe überkam mich. Ich ging ein paar Schritte rückwärts und ich weiß jetzt, wenn man immer nur vorwärts geht, verengt sich der Weg. Als ich anfing, rückwärts zu gehen, sah ich die übergangenen und übersehenen Dinge. Ich hörte sogar das Überhörte. Verlangen Sie keine Logik von mir. Die Entdeckung, die ich gemacht habe, lässt sich nicht in Worte fassen. Es wird Sie verwundern, aber ich bin kein Träumer. Was sind Sie dann? So kommen Sie doch nicht weiter. Eines Tages sind Sie stehen geblieben. Vielleicht wollten Sie das Gras wachsen hören. Sie traten ein paar Schritte zurück, um Abstand zu haben. War es so? Mein Experiment ist noch nicht abgeschlossen. Glauben Sie, dass Ihre Art der Fortbewegung sich durchsetzen wird? Eine schwer zu beantwortende Frage. Übrigens ist meine Idee nicht neu. Wie mir später eingefallen ist, hatte ein längst zu Staub zerfallenes Volk ähnliche Probleme zu lösen wie wir. Es war ebenfalls in ein Stadium getreten, wo sein Weiterleben in Frage stand. Es half sich auch auf eine scheinbar seltsame Weise. Fortan wurden kriegerische Auseinandersetzungen unter den einzelnen Stämmen der Art ausgetragen, dass sich die Gegner mit dem Rücken gegeneinander stellten und so lange ihre Streiche und Hiebe in purer Luft ausführten, bis ein Kämpfer nach dem anderen erschöpft zu Boden sank. Es waren tagelange, aber unblutige Schlachten und die einzige Folge war ein gewaltiger Muskelkater. Das tun sie auf jeden Fall. Das tut auch ein Dauerklavierspieler oder einer, der 50 Kilometer auf Händen geht. Als ich das erste Mal rückwärts ging, lebte ich auf. Schon gut, immerhin schlagen Sie etwas Praktisches vor. Doch zweifle ich sehr, dass Sie Erfolg haben. Erfolg oder nicht? Wir sollten es versuchen. Wir alle. Verzeihung, ich denke in Tatsachen. Haben Sie nie ein Protokoll wegen Groben und Fuchs bekommen? Ein einziges Mal. Das war am Anfang, als ich noch unsicher war. Und heute stoßen Sie mit keinem mehr zusammen? Niemals. Entschuldigen Sie, ich muss mich leider etwas beeilen. Ich habe noch eine Verabredung. Auf Wiedersehen. Der Wagen hat keine Schuhe, das kann ich bezeugen. Er muss betrunken sein. Er ging rückwärts. Können Sie mich verstehen? Versuchen Sie es einmal, wenn Sie ganz allein sind. Irgendwo, in einem Park oder nachts an einer freien Stelle. Ich hoffe, Sie werden Gefallen daran finden und machen Sie es besser als ich. Können Sie Angaben machen? Er wollte rückwärts gehen. Das ist schon der vierte, der das versucht. Was ist nur mit den Leuten los?